So, im Endeffekt 5-1 hört sich deutlich an, als es ist. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit haben die unser Gegner Winterberg zwischen das ganz gut gemacht, aber wir waren auch nicht richtig im Spiel. Zweite Halbzeit dann mit mehr Elan und im Endeffekt ein verdienter Sieg, aber ich fand Winterberg hat das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Ja, Winterberg hat es gut gemacht, hin und her, mag sein, wir waren schlecht, wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht auf dem Platz, gar nicht präsent. Wir haben uns was anderes vorgenommen, wie das, was wir gespielt haben, wir haben es einfach nicht umgesetzt, das, was wir wollten. Viel zu viele hohe Bälle reingespielt in den gegnerischen Raum, wollten wir gar nicht machen. Wie gesagt, wir haben viele Sachen gemacht, was wir nicht machen wollten und das, was wir machen wollten, kam gar nicht zustande. Deswegen war es eine richtig erste schlechte Halbzeit von uns. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir Taktik gesagt in der Kabine, wir haben es einfach angesprochen, dass die Einstellung nicht passt, dass das Verhalten ohne Ball nicht passt, das Läuferische war überhaupt nicht da. Und dann waren 20 gute Minuten in der zweiten Halbzeit da, die haben auch gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte mitgenommen, aber wir haben heute nicht gut gespielt. Nächste Woche machen wir keinen Ausblick. Spitzenspiel gegen TuS Sundern. Stand eben war 2-1 für den TuS, das heißt 4 Punkte Vorsprung, aber ich denke für nächste Woche brauchen wir eine enorme Leistungssteigerung. Ja, das habe ich den Jungs auch gerade noch gesagt. Wir genießen heute nochmal diese 3 Punkte, die wir gewonnen haben, trinken noch ein bisschen zusammen. Aber ab Dienstag, ab der Trainingswoche müssen wir uns steigern und wir müssen uns da jetzt einfach im Training, beim Training dreimal auf Sundern mental vorbereiten, in Trainingseinheiten vorbereiten. Aber wichtig ist, dass wir gegen Sundern eine ganz, ganz andere Leistung bzw. Gesicht zeigen müssen. Weil dann wird es richtig schwer, wenn wir so spielen wie heute. Dann werden wir da hinten mega Probleme kriegen, ja. Ja, mehr so. Gute Trainingswoche und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.